Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Enderal. Ja, in der letzten Folge waren wir ja kartentechnisch hier so in diesem Bereich unterwegs. Und ich habe mich jetzt wieder in Richtung Flussheim aufgemacht, was ja hier liegt. Und ja, hier so, ich sag mal, auf halbem Wege hatten wir ja auch schon mal gesehen bei diesem Wagen hier, dass hier auch noch irgendwie was los ist. Und wie ihr seht, ist es jetzt gerade noch dunkel. Wir haben auch mitten in der Nacht, ah nee, stimmt gar nicht, 21 Uhr 41 und ich werde mich hier schon mal ausrüsten. Ich wette, hier kommen Gegner und dadurch, dass es ja so dunkel ist, sehe ich das ja auch immer erst relativ spät. Alter Stollen entdeckt. Ja, seht ihr? Richtig cool. Dann werde ich mich hier erstmal ein bisschen umsehen. Wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass hier Gegner kommen. Ach, schaut mal, hier sind schon die ersten Sachen, die wir einsacken können. Wie wunderbar. Na, hier kommen doch bestimmt wieder Köter oder so, ne? Also ich höre hier auf jeden Fall schon was bellen. Ja, hier sind auf jeden Fall welche, sonst würde da auch nicht entdeckt stehen. Ist nur die Frage, wo die sind. Auf diese Zottelfiecher habe ich ja mehr keinen Bock, ne? Kann ich hier irgendwo... Hier irgendwo hoch? Ah ja, sehr gut. So, sind die denn? Die scheiß... Da! Reicht natürlich nicht. Muss mir einen Trank an den Kopf hauen, Leute. Sonst haben wir gleich ein Problem. Oh, nervig schon wieder, diese Scheißviecher. So, Levelaufstieg, Leute. Ihr seid auf Stufe 6 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Wir ziehen wieder Mana nach. Ich muss das immer ein bisschen abwechselnd machen, weil... Ihr seht das ja, Zauber benutze ich ja doch relativ oft. Und ja, das wird sonst tatsächlich dann irgendwann, muss ich halt die Waage halten, so will ich das mal benennen. So, dann lasst uns mal gucken. Okay, da hatte ich nur die 3 und bei... Büchern. Schutzzirkel. Verlorene bis Stufe 6 fliehen für 10 Sekunden, wenn sie den Zirkel betreten. Okay, können wir ja mal machen. Konter. Kreaturen und Menschen erhalten für 5 Sekunden beim Zaubern einmalig 7 Magieschaden pro 5 Punkte im Zionik und Taumeln. Kann erst 11 Sekunden nach erfolgreichem Konter erneut eingesetzt werden. Okay, ja, können wir ja mal machen. Ob ich das verwende, weiß ich jetzt nicht so. Ansonsten Handwerksbücher. Ja, die sind, glaube ich, auch hier mit drin. Haben wir, glaube ich, nicht. Ich kann ja mal eingeben, Hand. Nee. Okay. So, dann schaue ich mal im Heldenmenü.
3 Erinnerungspunkte haben wir schon mal wieder. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich die im Moment einsetzen soll. Das werde ich mir aber auf jeden Fall überlegen. So. Und ich hole uns nochmal wieder Magielicht mit dazu. Da hinten ist, glaube ich, auch noch was, weil das sieht aus, als wenn das hier so wie so eine Art Weg wäre. Machen wir dann auch auf jeden Fall nochmal. Ich will nur noch einmal ganz kurz hier gucken. Aha, da oben ist auch was, habe ich es gewusst. Ach, sieh mal eine an, Leute. Hier sind wir schon an der Küste. Ja, geil. Oh, hier ist auch noch auf jeden Fall was. Na gut, okay, das machen wir noch später dann. Dann weiß ich hier schon mal Bescheid, dass wir ja auch auf jeden Fall was zum Erkunden haben. Nanu. Bin ich hier irgendwie runtergesprungen? Mal wieder hier jetzt irgendwie hochkommen. So. Es haut ungefähr hin von der Richtung, wollte ich gerade sagen. Nee. Da, ne? Da oben ist auch schon wieder was. Also hier sind noch mehrere Sachen. Jeden Fall. Ja, dann gehe ich erstmal hier wieder runter, weil hier der Weg ist. Ist dann doch ein bisschen einfacher. So. Ach, jetzt bin ich schon zu weit gelaufen. Puh, okay, das hatte mich jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. Ach ja, hier ist der. Ja, ich muss das hier sowieso alles noch durchforsten, wenn es hell ist. Weil hier übersieht man im Dunkeln garantiert ganz viele Sachen. Hier ist bestimmt noch irgendwie was. Zu holen. Gut, okay, habe ich jetzt erstmal so spontan nichts gefunden. Dann lasst uns mal hier reingehen. Ich werde hier vorher mal ein Safe machen. Alter Stollen, ja, da sind bestimmt wieder irgendwelche Viecher drin, ey. Wette ich mit euch. Ach du Scheiße, Alter. Gleich 2 Stück hier. Scheiß Arschkriecher. Boah. Boah, nee, Alter, bin ich hier auch noch voll abgestürzt. Boah, hab ich mich hier noch richtig reingemault, ey. Und das Schlimme ist, da hinten sind schon die nächsten Gegner, ey. Ich fass es nicht. Götterschild, Fackel, Holz. Auch einsammeln, ist ja irre. Aha. Oh, lohnt sich, ne? Ich muss mal wieder hier gucken. Na, ein bisschen Luft habe ich noch.
nicht mehr viel. So, da unten ist auf jeden Fall auch noch ein Gegner. Ich mache hier mal nochmal einen richtigen Save. Man weiß ja nie. Hier geht's wieder raus. Ich werde mal... Kann ich hier hoch? Nee. Ich werde mal... erstmal den Gegner da hinten noch erledigen. Weil, nicht, dass der uns nachher hier irgendwo rumkraxeln sieht und dann macht der uns noch Probleme. Sind auch echt schon viele gestorben, ne? Wo ist der denn jetzt? Ach da, den könnte ich eigentlich auch mal mit einem Bogen, ne? Boah, da haben wir auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. Das hat gut funktioniert. Nein, ich wollte die Pilze haben. Ach, guck mal, hier ist wieder so eine Pflanze. Cool. Okay, ja super, Leute. So, haben wir das. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier hoch nochmal. Ist das alles ein bisschen chronologisch machen. Na, hier sind bestimmt noch mehr Gegner. Es kann halt sein, dass die uns jetzt erwischen. Wenn ich hier mit meinem... Ja, da. Ich da mit meinem Magielicht jetzt hier rumlatsch. Problem ist, ich würde den ganz gerne so schnell wie möglich erledigen, weil der regeneriert halt seine Lebensenergie. Ich weiß bloß nicht, wo das Vieh aktuell... Ah, dieses Mistvieh, Alter. Nerviger Bastard, ey. Und Leute, das ist so groß schon wieder. Guckt euch das an. Man weiß hier gar nicht, wo man zuerst und zuletzt gucken soll, ey. Hier krass auf der Hut sein. Hier kommt bestimmt noch der nächste Affe. Ja. Puh.
Puh, bisher meistern wir das ja ganz gut hier. Da muss ich ja sagen, bin ich auch ein bisschen überrascht. Aber so mit Magie und so komme ich schon ganz gut klar. So, ein bisschen Licht, das kann hier ja nicht schaden. Brauchen wir nämlich auch keine Fackeln mehr mitschleppen. Die verbrauchen sich ja auch. Das ist halt schon echt ein Vorteil. So. Kann ich hier hoch? Nee. Kann ich nicht. Würde ich aber ganz gerne, weil das sieht ja so aus, als wäre da oben auch noch was, ne? Das täuscht wahrscheinlich. Da wird wahrscheinlich nichts sein, ne? Naja, da komme ich auch nicht weiter. So, was haben wir denn? Oh, cool. Ich würde sagen, das hauen wir uns auch gleich in den Kopf. Schleichen. Schön, da werden wir dann auch besser, denn entdecken die uns wahrscheinlich nachher auch nicht mehr so häufig, wenn ich da besser werde. So. Man immer alles ein bisschen chronologisch hier machen, weil das ist sonst echt verwirrend hier. Okay, hier waren wir schon. Dann geht's jetzt hier weiter. So, kommt da jetzt noch wer oder? Da oben. So. Ei, 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 hier muss ich schnell verschwinden. Steigt wieder mal unser Arkanistenfieber. Bin ich jetzt schon über 40 wahrscheinlich schon, ne? Ja.
Ja, das ist schon so eine Sache mit dem Arkanistenfieber. Ich auch noch nicht so. Ja, habe ich schon im Griff auf jeden Fall, aber. Ja, ist halt schwierig. So, haben wir hier noch. Ein Schatülchen. Immer. So eine Axt noch gefunden. Das brauche ich zwar nicht, aber das ist ja egal. Das kann man ja alles verkaufen. So, ich würde sagen, dann haben wir es hier mit dem alten Stollen. Glaube, wir haben hier alles gesehen. Auf diese Dinger komme ich nicht raus. Wie gesagt, ich gehe das Offscreen sowieso immer noch mal durch. Das kann halt sein, dass man hier und da mal einen Pilz oder sowas übersieht. Und ja, cool. Haben wir da auch wieder was geschafft. Wunderbar. Dann gehe ich noch einmal kurz hier raus. Und dann werde ich hier die Folge beenden und mich verabschieden. War auf jeden Fall wieder spannend, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht euch genauso und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Enderal. Bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.